bisschen ranhalten. Wir haben volles Programm. Rico Albrecht in Berlin. Liebe Organisatoren, Mitwirkende, Helfer und Teilnehmer der Mahnwachen, meine Rede heute gilt vor allem Ihnen, die heute helfen, hier und überall im deutschsprachigen Raum und auch anderswo regionale Strukturen aufzubauen durch diese Mahnwachen. In immer mehr Städten finden immer mehr Menschen Anlaufpunkte, an denen sie sich sammeln können, vor allem aus einem Grund. Sie merken, dass sie nicht alleine sind. Aus diesen Netzwerken, die da entstehen, in all diesen Regionen, ich habe heute schon ganz viele Organisatoren getroffen von Mahnwachen, auf denen ich schon war. Und in all diesen Regionen entstehen heute neue Freundeskreise. Sie wissen vielleicht alle aus Ihrer Erfahrung, wie das ist, wenn man mit Themen in seinem Bekanntenkreis Menschen anspricht und abblitzt, weil es die Menschen einfach nicht interessiert. Weil es die Menschen nicht interessiert, dass wir tatsächlich hier keine Demokratie haben, dass tatsächlich das Finanzsystem herrscht. Und wie oft haben sie sich darüber geärgert, dass sie keine Gleichgesinnten finden. Jetzt haben sie die Möglichkeit, in immer mehr Städten, und wahrscheinlich werden wir es bald schaffen, in allen deutschsprachigen Landkreisen, eine Anlaufstelle zu haben, wo alle Menschen sich andocken können, um dort Freunde zu finden, die sich gegenseitig bestärken in ihrem Protest gegen dieses System und im Aufbau eines neuen Systems. Wir haben heute schon viel gehört über die aktuellen kriegerischen Ereignisse in dieser Welt und ich möchte dem auch nichts weiter hinzufügen. Das wurde, denke ich, wirklich hinreichend gesagt. Und ich möchte heute auch ausnahmsweise mal nicht über das grundlegende Geldsystem sprechen, das all diese Staaten dazu zwingt, ständig miteinander Krieg zu führen. Das ist heute mal nicht mein Thema. Heute möchte ich mich mal schwerpunktmäßig darauf konzentrieren, wie wir es schaffen, aus diesen Netzwerken, die überall entstehen, neue Strukturen zu schaffen, aus denen der Wandel eingeleitet wird. Und dafür gibt es ein schönes Beispiel. Sie kennen vielleicht den Prozess, wie sich eine Raupe weiterentwickelt zum Schmetterling. Die ersten Schmetterlingszellen, die in dieser Raupe auftauchen, werden vom Immunsystem der Raupe abgestoßen und bekämpft und können sich nicht durchsetzen. Sie alle haben das wahrscheinlich schon erlebt, als sie angefangen haben, über bestimmte Themen in ihrem Bekanntenkreis zu sprechen. Erst in dem Moment, wo sich einzelne dieser Zellen zu Clustern zusammenfügen, schafft es das Immunsystem der Raupe nicht mehr, diese einzelnen Zellen zu bekämpfen, die Cluster überleben und immer mehr neue Schmetterlingszellen, die sich bilden, haben die Chance, sich dort anzudocken und sterben nicht mehr ab wie früher. Und für mich ist jede einzelne dieser Mahnwachen, die überall entstehen, ein solches Cluster des neuen Systems, was wir gerade aufbauen. In dem Moment, wo diese Schmetterlingszellen, oder jetzt in dem Fall hier die Menschen, nicht mehr zurückgewiesen werden, indem sie merken, ich kann hier hingehen, jeden Montag, da treffe ich Gleichgesinnte, es bilden sich neue Freundeskreise, es bauen sich neue Netzwerke aus, unter denen man zum Beispiel auch Handel treiben kann. In dem Moment entwickelt sich das dann exponentiell. Diese Raupe hat keine Chance mehr, die neuen Zellen, das Neue, was entsteht, zu bekämpfen und es setzt sich dann mit schlagartiger Geschwindigkeit durch. Das alte System, das alte kriegerische System jetzt hier in unserer realen Welt, bleibt dann als leere Hülle zurück und es entsteht ein Schmetterling, der das neue System symbolisiert, das wir zusammen gemeinsam aufbauen. Und
deshalb richtet sich meine Rede heute auch nicht an irgendwelche Machthaber, wer auch immer das sein mag, oder irgendwelche Stellvertreter, Politikdarsteller in den Parlamenten oder Mitarbeiter in den Massenmedien, sondern ich richte mich an euch alle, weil wir zusammen diese Cluster überall aufbauen und auf diese Weise gemeinsam den Wandel einleiten. Und von dem her möchte ich mich jetzt bei Ihnen allen bedanken und Sie bitten, das weiterzumachen, immer weiter in Ihren Landkreisen. Auch die Teilnehmer, unterstützen Sie die Organisatoren, damit es weitergehen kann. Und so werden wir es schaffen, auf friedliche Weise das alte System als leere Hülle zurückzulassen und in ein neues System zu kommen, in dem wir alle dann auch friedlich miteinander unter ganz anderen Regeln zusammenleben können. Vielen Dank. Rico Albrecht, vielen herzlichen Dank, sehr schön. So, ihr Lieben, ja, nochmal einen riesen Applaus. Und das nächste Mal noch ein bisschen was über die FED und über Wirtschaft und Finanzen, weil laut Fokus dürfen wir erst drüber reden nochmal. Ja, also noch kurz, ich finde, das Thema ist ja auch langsam ein bisschen ausgekaut. Jawohl, und ich hab's auch schon so oft gesagt, wie es das Ganze zusammenhängt. Und ich möchte eigentlich wirklich heute mal diesen einen Punkt, das war auch bewusst, dass ich jetzt mal nicht über diese ganzen anderen Themen könnte. Dieser eine Punkt, der ist so wichtig, diese Vernetzung, jetzt auch das Beispiel mit der Umwandlung der Raupe zum Schmetterling, der ist so wichtig, dass ich jetzt heute wirklich mal nur diesen einen Punkt gebracht habe. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie immer dran denken, wenn es vielleicht auch mal irgendeinen Rückschlag gibt bei irgendeiner Mahnwache, wie wichtig diese Cluster sind zum Aufbau unserer neuen Gesellschaft. Danke. So, ihr Lieben, so, wir suchen noch jemanden.